Hallo, hier Ursula Skerimbolo von der Healthy Money Academy. Heute geht es um unsere Werte. Meine Werte. Das heißt, was ist mir wirklich wichtig? Und was sind die Erfüllungskriterien dazu? Das heißt, woran merke ich denn, dass dieser Wert erfüllt ist? Mein oberster Wert ist die Freiheit. Freiheit bedeutet mich, dass ich mich frei bewegen kann, frei ausdrücken kann, dass ich sein kann, wer ich will. Und Freiheit ist für mich die Grundlage von Liebe. Liebe kommt für mich weiter drunter. Das heißt, ich würde niemals meine Freiheit opfern für die Liebe. Meine Liebe muss in Freiheit gedeihen können. Mein zweiter Wert ist Natur. Natur ist mir wichtig, weil es eine ständige Quelle von Lebenskraft ist, weil ich die Farbe Grün, weil ich die Farbe der Pflanzen brauche, um mich lebendig zu fühlen, weil sie mir Kraft geben, weil sie mich atmen lassen. Erfüllt ist dieses Kriterium für mich dann, wenn ich jeden Tag ein Stück Natur habe, wenn ich Natur in meinen Räumen habe, wenn ich mit natürlichen Materialien arbeite, wenn ich möglichst biologische oder Stoffe verwende, die auch biologischer Herkunft sind, also ohne Chemikalien und so weiter. Es bedeutet für mich in den Wald gehen, es bedeutet für mich, dass ich Zugang haben muss zu einem Garten. Ich werde verrückt in einer Dachwohnung, ich brauche den Boden unter den Füßen. Mein vierter Wert ist Gesundheit. Gesundheit bedeutet Gesundheit in der Kommunikation, Gesundheit im Miteinander. Das bedeutet Balance, Klarheit, Direktheit, Harmonie. Das heißt, alles im richtigen Maß, im richtigen Rhythmus, in der richtigen Abfolge, in dem, was einem gut tut. Gesundheit in den Betrieben, Gesundheit in der Familie, Gesundheit. Gesundheit ist das, was einem gut tut. Mein fünfter Wert ist Fülle und Großzügigkeit. Fülle in den Möglichkeiten. Fülle in dem, dass ich mich innen nicht eng mache. Fülle in dem, was ich glaube, was alles möglich ist. Fülle in den Optionen. Bin sehr optionsorientiert. Mein sechster Wert ist Kreativität. Kreativität ist auch sowas wie mein Lebenselixier. Ich brauche die Farben, ich brauche die Harmonien, ich brauche die Materialien, ich brauche das Spielen damit. Ich liebe kreative Lösungen, ich liebe es, Lösungen zu finden und meinen inneren Genie zu aktivieren, dass von innen Lösungen aufsteigen. Ich liebe es auch, anderen Lösungen für andere Lösungen zu suchen. Eine Ideenmaschine. Und besonders freue ich mich, wenn ich irgendwo zum Beispiel in einem Kreativitätsladen oder einem Großgeschäft wie Bösner zum Beispiel, man mich dort aussetzt und ich durch die Gänge gehe und die Farben sehe und die. Ich muss zum Beispiel auch immer, wenn ich eine Bleistiftschachtel oder Filzstifte habe, dann müssen die in der richtigen Reihenfolge sortiert werden, die Sinn macht. Und Kreativität für mich bedeutet die Fülle der Möglichkeiten auch wieder. In diesem Sinne, ich hätte noch viele Werte, aber wir sollten ja die wichtigsten auch aussuchen, wünsche ich euch viel Spaß mit euren Werten. Und wer möchte, kann hier unten seine Werte dazu schreiben. Meine Reihenfolge ist seit vielen Jahren fix, aber es gibt immer wieder kleine Veränderungen. Das bedeutet auch, dass wir uns diese Werte immer wieder anschauen können, um auch zu schauen, ob wir irgendwo ein kleines Update brauchen. In diesem Sinne, tschüss und bis bald, eure Ursula.